Ja, schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Volker Sander. Ich bin Professor für angewandte Informatik an der Fachhochschule Aachen und ich wurde gebeten, diese sehr tolle Veranstaltung hier ein wenig jetzt weiter zu moderieren. Wir haben jetzt gleich auch eine Podiumsdiskussion, wo Sie selbstverständlich Fragen stellen können. Ich fange einfach mal mit der ersten Fragerunde an und ups, da ist jetzt gerade. Ja, ich fange trotzdem mal einfach mit der ersten Frage an. Herr Halbach, Sie sagten, dass prinzipiell jedes Gerät gehackt werden kann oder gehackt werden kann, welches am Internet hängt. Offensichtlich scheint es auch ohne Internet zu gehen. Das heißt also, haben wir jetzt nicht nur die immaterielle Übertragung von Daten als Problem, sondern eben auch den Menschen als Überträger dazwischen? Das ist richtig, letzten Endes. Gut, ich meine, die Frage ist, was ja gemacht worden ist, ist ja quasi ein asynchroner Angriff. Genau wie es eben gesagt wurde, ist eine Zeitbombe platziert worden. Das heißt, letzten Endes, man muss eigentlich den Kreis der Geräte, die man im Auge behalten muss, noch um diejenigen erweitern, die in irgendeiner Weise programmierbar sind. Und wenn sie denn programmierbar sind, dann muss man von irgendeinem Gerät aus programmieren. Dann muss man Acht geben, dass diese Geräte, von denen aus man der solche Einrichtungen programmiert, dass die eben dann nicht gehackt werden. Das heißt, wir haben quasi Virenscanner, aber die umgehen wir über den Menschen. Das ist richtig, ja, wir haben Virenscanner, natürlich haben wir Virenscanner. Es ist auch so, dass wir Anhänge überprüfen, das tun wir auch. Und aber wenn denn jemand daherkommt und es gelingt ihm, das Vertrauen eines Mitarbeiters oder überhaupt eines Menschen irgendwo sich zu erarbeiten, dann wird er auf der Strecke durchaus zutraulich sein und durchaus Dateien öffnen oder auf Links klicken oder irgendwelche Dinge tun, die er dann am Ende irgendwie sagt, hätte ich vielleicht doch besser irgendwie nicht getan. Ja, und aber der Kreis der Geräte, die man an der Stelle zu schützen hat, erweitert sich dadurch nochmal ein ganzes Stück weit. Und durch einen solchen asynchronen Angriff. Und das war für uns eben auch ganz spannend zu sehen, wie die Fachhochschule mit diesem Thema eben umgeht. Herr Schober, wir haben also Firmen sagen, wie zum Beispiel die Firma Cisco, dass man im Jahr 2020 50 Milliarden Geräte am Internet hat, alle potenziell angreifbar. Was bedeutet das für die Gesellschaft? Das bedeutet zunächst einmal, glaube ich, dass die Leute, die wir ausbilden, in dem Bereich nicht arbeitslos werden. das bedeutet ganz einfach, dass natürlich die Anzahl von Angriffen oder der kompromittierten Geräte einfach zunehmen wird. Jetzt sagt man, das wird mit der Anzahl der Geräte steigen. Wir hatten ja im letzten Jahr diesen Angriff auf die Telekom-Router, da sieht man auch, nicht nur PCs sind jetzt im Blickfeld der Angreifer, sondern alle Geräte, die vielleicht für irgendetwas nutzbar sind, sei es um Spam-Mails zu verschicken, um als Botnets zu agieren und ähnliche Sachen. Also von daher, das Problem wird eher wachsen, als dass es kleiner werden wird. Damit müssen wir uns einfach auseinandersetzen und ich glaube, das hat der Herr Halbach auch zu Beginn ganz gut gesagt, wir müssen einfach uns mit der Situation abfinden, dass solche Geräte kompromittierbar sind und wir müssen uns dementsprechend auch verhalten. Vielleicht noch eine Anmerkung zu den Virenscannern. Also die Leute sagen immer, ich habe einen Virenscanner auf meinem System, also bin ich gegen Schadsoftware geschützt. Das ist ein Trugschluss. Also man ist sicherlich gegen 0815 Schadsoftware geschützt. Wenn jemand, der einigermaßen Ahnung hat, so einen gezielten Angriff planen würde, jetzt in Realität, wie wir das auch die Firma Soctin geplant hätten, dann generiert er eine Datei, die von keinem Virenscanner erkannt wird. Da macht man so eine Einmaldatei, die nur einmal funktionieren muss und die schickt man raus, die geht durch den Virenscanner durch, die wird nicht erkannt. Und wenn es auch noch ein PDF ist, dann sieht die unauffällig aus, dann wird die geöffnet. Insbesondere dann, wenn man auch, wie wir das gemacht haben, das auch gut recherchiert hat und der einfach nur mit so einer Mail vielleicht sogar rechnet, dass die irgendwann mal kommt. Ja, also das Buch Blackout, wir haben ja das als Themenaufhänger, das Buch Blackout zeigt ja, was für Auswirkungen mit dem Hacken dann letztendlich passieren können. Und wir haben ja jetzt sehr schön die Prozesskette gesehen, die unsere Hacker hier durchgeführt haben. Was war denn der schwierigste Teil aus Ihrer Sicht? Wo fanden Sie, war es am kompliziertesten, den Angriff zu planen? Wer möchte da antworten? Herr Höfling würde gerne antworten, aber er ist nicht angesprochen. Ja, also im Endeffekt war der schwierigste Part, glaube ich, zu erhalten.
werden. Das Problem ist ja, man findet vielleicht Informationen über bestimmte Personen, die aber nichts bringen, also beispielsweise Informationen über eine Sekretärin oder so. Das bringt mir noch nicht direkt was, sondern ich muss die richtige Person mit den richtigen Informationen bekommen. Das erfordert viel Zeit und viel Aufwand. Das heißt, der Schritt, der Information-Gathering-Schritt, der quasi in der Mitte liegt, wenn man von hinten erstmal reverse durchkommt und die Prozesskette beschreibt, aber eigentlich liegt er ja vorne, das dauert am längsten, ist am kompliziertesten. Ja, Fragen? Ja, ich würde gerne wissen, die E-Mail, die Sie zugestellt haben, ist die wirklich so in der Realität zugestellt worden? Ich sage mal stellvertretend für den Empfänger, ich bin also nicht der Empfänger gewesen. Ja? Aber Fakt ist, die E-Mail ist tatsächlich zugestellt worden. Ist das Ganze an eine Firmenadresse von Ihnen geschehen? In der Tat, so ist das. Dann würde ich gerne wissen, Sie hatten eben erwähnt, dass Sie eine Appliance hier im Hause installiert haben. Prinzipiell dürfte ein E-Mail-Server ja gar keine E-Mails annehmen, die nicht vom entsprechenden Server kommen. Und selbst wenn, gibt es ja eigentlich auch Sicherheitsmechanismen dagegen, wie zum Beispiel SPF. Warum haben Sie nicht begriffen? Was wir selber tun, ist, dass wir unsere Mails digital signieren. Und wenn mit dem entsprechenden Partner ein Schlüsselaustausch stattgefunden hat, dann werden die Mails auch verschlüsselt. So, wenn Sie jetzt mit einer signierten Mail daherkommen, ja, dann tut sich ein Dritter schwer, eine solche Mail zu faken. Aber in der Tat war es so, das konnte man in der Mail ja auch sehen von der Beuthochschule, das, was die an die Kollegen geschickt hatten, war nicht signiert. Und von dem gemäß her war an der Mail auch so nicht zu sehen, dass sie nicht von diesem Absender kam. Also das haben wir so nicht festgestellt. Vielleicht kann ich das mal ergänzen. Also es gibt inzwischen bei Mailsystemen eben auch so Verfahren, wo man eben feststellen kann, ob diese Mail tatsächlich von der gleichen Domain gekommen ist. Ich glaube, darum ging es letztendlich. Kam diese Mail tatsächlich von der Beuthochschule? Und da gibt es Verfahren wie DKIM zum Beispiel, das ist ein spezielles Verfahren, wo eben Mail-Server einer Hochschule oder wer auch immer einen Mail-Server betreibt, eben diese Mail signiert, dass die Mail tatsächlich von ihnen gekommen ist. Offensichtlich hat dieser Mechanismus hier nicht gegriffen. Ne? Daran sind nicht alle Firmen, alle Hochschulen daran beteiligt, also das ist eben nur da, greift so ein Mechanismus, wo er umgesetzt wird. Aber das ist natürlich eine Empfehlung eben auch an Unternehmen oder an Hochschulen oder wen auch immer, dass eben solche Mechanismen, die da sind, eben auch eingesetzt werden sollten, um eben solche Probleme zu verhindern. Da hätte ich gerade noch mal eine Frage dazu, warum die Banken eigentlich ihre Mails nicht signieren. Ist das bekannt? Weil, also das wäre doch zumindest, würde ich erwarten, dass wenn ich eine Mail von der Bank bekomme, das signiert ist. Aber genau das passiert. Also ich habe mal die Sparkasse Düren gefragt, warum sie so komische Mails an mich verschicken. Ich sagte, ich hätte auch so ein bisschen Ahnung von der Technik. Da habe ich keine Befriedigung der Antwort bekommen. Aber die verschicken keine Mails mehr. Also die haben eigene Postfächer im Online-Account. Also die verschicken noch Mails. Ich meine nicht. Ich kriege immer eine ganz anonyme Mail von irgendwoher, die mir sagt, ich soll mal in mein Postfach gucken. Ja, das machen sie. Also über die Mail habe ich mich konkret beschwert. Okay. Und das fand ich irgendwie ein bisschen unpassend, gerade in Zeiten von Spamming und Phishing-Mails und so weiter. Die Antwort war dann, ja, wir liefern ja gar keinen Anhang mit und keinen Link, auf den sie draufklicken können. Ich sage, trotzdem fände ich es besser, wenn sie das etwas. Sie sprechen mich auch gar nicht persönlich an, weil das ist angeblich meine personenbezogene Daten, die sie da einpacken. Also ich fand das alles etwas strange. Ja, weitere Fragen. Ja, bitte. Wäre der Angriff erfolgreich gewesen, wenn man keinen Acrobat Reader genommen hätte oder keinen Acrobat an sich? Also, sollen wir den Acrobat Reader jetzt alle runterschmeißen? Oder wer möchte antworten? Also ich denke mal, jede Software hat seine Schwachstellen. Also müssen wir so lange genug suchen, bis wir sowas finden. In dem konkreten Fall ist es halt ein Exploit gewesen, der bestimmt auch ein spezifisches Programm zugeschnitten war. Das sind Exploits meistens. Meistens suchen sie sich ein Programm, das weit verbreitet ist. Deswegen ist Acrobat Reader sicherlich mehr gefährdet als andere Leser. Leseprogramme von PDFs meine ich damit. Man kann solche Programme weiterverwenden, aber man sollte gucken, ob die abgedatet sind. Gerade gestern gab es wieder eine Schwachstellenmeldung zum Acrobat Reader. Bedeutet, wenn das nicht automatisch passiert auf seinem Rechner, sollte man eben per Hand diese Programme updaten.
Und das ist das Schwierige heutzutage bei den vielen Systemen, die man im Markt hat, dass die alle ihre Schwachstellen haben, dass die Bibliotheken verwenden Unterprogramme von anderen Herstellern und so weiter und so fort, also die wirklich komplett auf dem aktuellsten Stand zu halten, inklusive aller Abhängigkeiten, die da drin stecken, ist halt extrem schwierig. Aber da muss man halt auch die Leute, die Hersteller und so weiter vertrauen, dass sie das einigermaßen im Griff haben. Also 100%ige Sicherheit werden sie nie erreichen. Ja, Sie sind ja jetzt umgegangen, indem Sie einen Trojaner platziert haben, ich sage das mal in alter Sprache, ich weiß nicht, ob man das heute noch so sagt, den man ja gegebenenfalls durch organisatorische Anweisungen, zum Beispiel auch keine privaten Mails auf den dienstlichen Rechnern und andere technische Prozeduren abfangen können. Darauf läuft es ja letztendlich hinaus. Wäre es denn auch aktiv möglich gewesen, wären Sie noch reingekommen in das System der SOC-Team ohne einen Trojaner zu platzieren? Ja, also ich sag mal, worauf Sie ja anziehen, ist irgendwie, dass wir jetzt eine Schadsoftware, ich sag's mal etwas allgemeiner, den Begriff eine Schadsoftware platziert haben auf dem anderen System. Ja, letztendlich ist das immer irgendwo so ein Punkt, wo man seine eigene Software irgendwann mal auf dem System ausführt als Angreifer. Wie dieser Schritt dann letztendlich zustande kommt, da gibt es eben auch die unterschiedlichsten Wege, wie man das machen kann. Also das war jetzt ein Schadprogramm, was wir geschickt haben. Es gibt bestimmte 300 andere Wege, wie man letztendlich den gleichen Effekt erreichen kann. Das kann von einem USB-Stick sein, der eine Tastatur simuliert und einfach Kommandos eintippt auf dem Rechner. Das können verschiedene andere Wege sein. Also es gibt schon verschiedene Wege, sowas zu machen. Das ist natürlich ein sehr einfacher, den man von sehr weit weg machen kann. Das ist der große Vorteil dieses Ansatzes. Ich kann aber auch zum Beispiel mir einfach Zugangsdaten von irgendjemandem besorgen und kann vielleicht irgendwie so ein Security-Token, was er vielleicht noch hat, das kann ich noch zusätzlich stehlen und zusammen mit einem PIN und kann das verwenden, ohne dass ich Schadsoftware erstmal draufspiele, dann logge ich mich einfach von zu Hause da ein. Also es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann. Deswegen Kreativität ist bei Penetration-Testern auch durchaus gefragt. Was ist denn der Weg, der funktionieren könnte? Bei uns war es halt Martin Luther. Also ich würde noch was zu den Mails sagen, was Sie gerade angesprochen haben. Also ist natürlicherweise würde man, wenn man jetzt sagen würde, keine privaten Mails mehr oder so, ja, beispielsweise, wenn ich mir dann vorstelle, dass einer unserer Geschäftspartner, ich sag mal unser Lieferant für Büromaterial oder so etwas, ja, und dieser Mensch, der auch gerade mal unsere Haustechnik updatet, der kauft auch ab und zu mal, was weiß ich, einen Drucker oder sonst was. Ja, wenn der jetzt quasi über Spearphishing auch entsprechend quasi ausgesperrt ist und wenn dieser Partner, den wir an der Stelle haben, dieser Büromateriallieferant, wenn dort quasi die Mails nicht signiert werden oder nicht mit den entsprechenden Vorkehrungen gearbeitet werden, dann wäre die Mail ja genauso durchgekommen. Ja, die wäre ja ganz genauso durchgekommen, egal wie die, von wo die Mail gekommen wäre. Das heißt, auch das, was Sie vorschlagen, natürlich, klar, wenn man private Mails an der Stelle hat, ist möglicherweise die Gefahr größer. Aber es ist auch so, und ich sage mal, dieses Verfahren des Spearphishings, das hat mich also sehr interessiert, was die Kollegen von der Fachhochschule da gemacht haben. Und da habe ich auch mal dann, sage ich mal, wirklich im Detail mal gelernt, wie denn solchen Social Engineering an der Stelle geht. Ich sage mal, wenn wir nicht dazu kommen, praktisch E-Mails, die ja im Grunde genommen, früher hat man gesagt, wie Postkarten durch die Gegend geschickt werden, wenn wir nicht dazu kommen, E-Mails, sag ich mal, generell besser abzusichern. Und wenn wir generell nicht dazu kommen, dass wir in diesen elektronischen Postverkehr, ich sag mal, Sicherheitsmechanismen einbauen werden, dann werden wir das Problem auch nicht greifen können, wirklich. Ja? Und, aber das wird auch an der Stelle, muss man auch wieder sagen, wird an der Stelle auch wieder, sag ich mal, dazu führen, dass man Zug um Zug, man will Vorkehrungen treffen, dann wird es wieder Menschen geben, die das schaffen, diese Vorkehrungen zu überwinden. Dann wird man wieder neue Vorkehrungen treffen. Das ist letzten Endes, so wie es eigentlich auch schon seit etlichen 100 Jahren ist, das Thema Verschlüsselung und Entschlüsselung, Ausspähen von Informationen, Mithören von was auch immer. Es ist immer ein Wettlauf von dem, der versucht, seine Informationen so geheim wie möglich zu halten, ja, und demjenigen, der ein Interesse daran hat, diese Informationen quasi nutzen. Es ist in der Regel nur eine Frage der Zeit, wo jemand dann ein Verfahren findet, wo denn gerade dieses, was da gerade an Vorkehrungen getroffen worden ist, wieder zum Schiffen in der Lage ist. Und da muss man, dem muss man sich bewusst sein und man muss daran arbeiten, das mitzubekommen.
kann man als Schlussfolgerung denn sagen, wenn man sich im Bereich Social Engineering als Unternehmen, als Zielunternehmen absichert, dass man da nicht angreifbar ist? Wie wollen Sie sich gegen Social Engineering wirklich absichern? Ich möchte eigentlich nur die Antwort haben, ob es IT-technisch Angriffsmöglichkeiten gibt, wenn man auf der anderen Seite, Sie haben ja auch gesagt, die kommen geschildert, ich will das ja gar nicht schmälern, wie komplex das Social Engineering ist. Also wenn ich die Seite dicht kriege, dass ich dann nicht aktiv angegriffen werden kann. Das ist wie gedacht so aus, wenn Sie eine Stelle abgedichtet haben, dann kommt vielleicht woanders der Regen rein. Also letztendlich, ein Angreifer versucht immer da reinzukommen, wo es am einfachsten ist. Ne? Und wenn eine Firma sehr gut im Social Engineering Bereich abgesichert ist, dann muss ich mir was anderes überlegen. Aber ich sag mal, Social Engineering wasserdicht zu machen, ist wirklich das Schwierigste wahrscheinlich, was ein Unternehmen vor der Brust hat letztendlich. Das ist ein großes Einfallstor, weil wir sind halt alle Menschen, ne? Und wir Menschen machen Fehler. Dementsprechend wird das auch immer wieder passieren. Aber ich denke mal, jetzt auch diese Kampagne hat hoffentlich auch zum Beispiel bei der Firma Soptim die Awareness, dass Social Engineering ein Problem sein kann, gesteigert. Und das ist schon mal ein wichtiger Punkt, dass die Leute eben nicht mehr gutgläubig darauf vertrauen, dass E-Mail-Anhänge wie PDFs ungefährlich sein können, dass E-Mails auch gefälscht werden können und so weiter und so fort. Also wenn dieses Bewusstsein schon mal da ist, die Leute so mit einem gesunden Bauchgefühl reingehen in solche Situationen und dann überlegen, okay, da könnte jetzt auch was dran sein. Ne? Soll ich das wirklich machen oder soll ich erstmal mit jemandem reden? Dann ist ja schon viel gewonnen. Ja. Ich habe noch eine Frage. Ich bin technisch nicht bewandert. Mich würde interessieren, in dem Buch von Mark Elfberg hat das ja sehr lange gedauert, dass man die Konsequenzen des Hackings in den Griff bekommen hat. Vielleicht hätten wir dann theoretisch jetzt die Lotte in der Hand. Na gut, die hätten das relativ schnell gemerkt, glaube ich. Das haben wir. Und behoben auch. Ja, auch behoben. Und darauf zählt die Frage. Also auch behoben. Ich glaube, der Angriff wäre natürlich in Realität etwas anders gewesen. Wir hätten also vermieden, auffällig zu sein. Was wir wahrscheinlich gemacht hätten, ist, wir hätten uns überlegt, okay, was können wir jetzt an Bösen mit der Hausschau tun? Und wenn da die Alarmanlage dran ist zum Beispiel, dann hätte ich gesagt, weißt du was, lass uns doch mal an Feiertagen oder mitten in der Nacht die Alarmanlage mal für einen bestimmten Zeitraum ausschalten und einfach aus ist. Und dann machen wir ganz gezielt an dem Tag einen Angriff, brechen hier ein, nehmen mit, was wir brauchen und das war's. Das heißt, das wäre nicht aufgefallen. Also das ist halt schwierig zu sagen. Also grundsätzlich, es ist tatsächlich so, dass Angriffe lange nicht bemerkt werden. Also nicht immer blinkt das Licht in Ihrem Raum, wenn Sie angegriffen werden. Vielleicht darf ich dazu noch ganz kurz eine Sache sagen. Also Ende 2016 ist in der Ukraine ein Energieversorger angegriffen worden von Hackern. Die hätten also Weihnachten auch ohne Strom gewesen. Die wären wahrscheinlich schon froh gewesen, wenn zwischenzeitlich mal angegangen wäre. Allerdings sind die Hacker, die nicht nur den Sinn hatten, den Strom loszuschalten, sondern die sind auch bewusst so an die Sache rangegangen, dass die Behebung schwierig ist. Das bedeutet, die haben also nicht nur die Geräte abgeschaltet, sondern haben die Geräte so umkonfiguriert, dass die Operatoren, die vor ihren Monitoren saßen, falsche Werte bekommen haben. So dass wir also, wenn die jetzt versuchen, gegenzusteuern, meistens die Sache sogar noch verschlimmert haben. Des Weiteren haben die zum Beispiel auch die Telefonanlage, die ebenfalls am Netz hing, so manipuliert, dass externe Kunden nicht mehr durchkamen, die sich beschweren wollten, die sagen wollten, bei uns tut es das nicht mehr. Die hatten also zu Anfang die ganzen Operatoren, die waren im Blindflug, konnten ihren PCs nicht vertrauen, die kriegten keine Meldungen von draußen. Und das war eine absichtliche Taktik der Angreifer eben, das Wiederherstellen des Schadens so schwer wie möglich zu machen, das Ganze so lange wie möglich dauern zu lassen. Ja, ich wollte noch fragen, ob Sie, wenn er jetzt zum Beispiel die PDF nicht geöffnet hätte, ob es auch noch ein Alternativplan vielleicht in Richtung Bad USB oder LAN Turtle oder was komplett anderes gegeben hätte. Das hätten wir mit mehr Aufwand sicherlich auch gemacht. Wir hatten uns jetzt, ich meine, das Ganze, muss man ja ganz ehrlich sagen, ist auch irgendwo natürlich halbwegs in Absprache mit der Software passiert. Nur wir haben halt hier noch mitgeteilt, was wir machen. Ja. Und wir hatten dann eben gesagt, okay, wir haben eben auch keinen Plan B. Erstmal, wir probieren das mal und wenn es nicht funktioniert, dann müssen wir immer noch überlegen, was wir machen. Aber
hätte man mit mehr Aufwand tatsächlich machen können. Klar. Gibt es noch weitere Fragen? Ja, wir hoffen, dass wir irgendwann das Licht wieder ankriegen. Also wir arbeiten da halt dran. Ich meine, Sie hatten ja in der Mail, war ja nicht nur ein PDF-Anhang dran, war ja auch noch ein Link dran. Ne? Und war ja auch ein Link in der Mail. Auch auf dem Wege ist es ja durchaus möglich, da irgendwo, sag ich mal, Dinge zu bewirken, die man eigentlich nicht gerne bewirkt hätte. Ja, richtig. Ne? Also auch über den Webbrowser eines Benutzers kann man den angreifen. Ne? Also neben dem Adobe-Update, gestern gab es auch ein Firefox-Update, den man einspielen sollte. Also auch da gibt es Schwachstellen in Browsern, im Internet Explorer, im Firefox, wo auch immer. Und wenn jemand weiß, wie er diese Schwachstelle ausnutzen kann, dann kann er einem eine präferierte Webseite anzeigen, die dann genau diese Schwachstelle ausnutzt. Das bedeutet letztendlich auch, ein Link in einer E-Mail, wo ich auf eine präparierte Webseite umgeleitet werde, kann durchaus gefährlich sein für mich. Also da muss man sich im Klaren sein. Also alles, wo Sie draufklicken können bei einer E-Mail, überlegen Sie, bevor Sie klicken. Wie wäre das denn, wenn ich eine Mail kriege mit einem Link drin, ja, und ich mache mir die Mühe, diesen Link abzutippen? Bin ich dann besser dran? Das kommt darauf an, wenn was man ja machen kann, ist, das ist genau, wenn Sie ein Word-Dokument erstellen, da können Sie irgendwas markieren und dann einen Link hinterlegen. Und das, was Sie markiert haben, was tatsächlich angezeigt wird, muss nicht mit dem übereinstimmen, was tatsächlich dahinter liegt. Ja? Also wenn jemand Ihnen zum Beispiel vorgaukelt, diese Mail, dieser Link zeigt auf die FH Aachen und Sie draufklicken, da kann sein, dass eine ganz andere Webseite geöffnet wurde. Wenn Sie allerdings diesen Link tatsächlich abtippen, und das ist aus Ihrer Sicht ein vertrauenswürdiger Link, ja, wie die FH Aachen, sehr vertrauenswürdig, dann sind Sie wahrscheinlich auf der sicheren Seite. Es sei denn, irgendjemand hat jetzt den Webserver der FH Aachen gehackt und dort jetzt schädlichen Code hinterlegt, schädliche Webseiten, dann haben Sie natürlich auch Pech. Tatsächlich, ich will jetzt nicht heute Abend auf der Sparkasse rumreiten, aber es fällt mir ein, es war gerade mal bei Spiegel Online vor 2-3 Jahren der Fall, wo die Webseite der Sparkasse zentral gehackt wurde, tatsächlich. Und die haben tatsächlich 4 Stunden lang über die Webseite, die Originalwebseite der Sparkasse, Schadcode verteilt. Weil auch das kann passieren. Also immer so ein kleines bisschen, bevor Sie klicken, immer überlegen, macht es Sinn, dass ich diese Mail bekomme? Bei Spearphishing ist es natürlich schwieriger. Ich kann mal nach der Veranstaltung mit dem Projekt, würde mir schon noch überlegen, ob die FH für uns noch Traum ist. Ja, also wenn Sie Ihren Lösegeldforderungen nachkommen und die Herausforderung. Ja, wie schwierig ist es jetzt, auf den Angreifer zurückzukommen? Also, dass man herausfindet, wer das war? Ja, laut Amerikanern waren es ja immer die Chinesen, also weil alle Angriffe kommen ja aus China. Aus der Ukraine, genau. Also auch da lässt sich natürlich etwas manipulieren. Also wir haben jetzt den Rechner hier gehackt. Ne? Warum nicht von da unseren nächsten Angriff starten? Dann ist Sockling der Böse und die ganzen Angriffe machen. Also auch das ist eben möglich. Das sind halt gerade so Rechner, die in Botnetzen zum Beispiel verwendet werden. Die werden für sogenannte Denial-of-Service-Angriffe verwendet. Das heißt, ganz viele Rechner, ein riesiges Botnetz, also ganz viele infizierte Rechner, werden von einem sogenannten Master-Rechner kontrolliert. Und der sagt ihnen plötzlich, schick doch mal alle heute Anfragen an den Webserver von Sockling. Dann geht der Webserver von Sockling in die Knie. Für den Tag. Und Sockdim versucht dann herauszufinden, wer sind denn die Bösen? Und das sind ganz harmlose Leute, deren PC einfach selber infiziert worden sind. Ne? Die gar nicht wissen, dass sie Teil des Botnetzes sind. Also es lässt sich nicht immer zurückverfolgen. Und je cleverer der Angreifer, umso mehr wird er natürlich vermeiden, seine Spuren zu hinterlassen. Mal noch eine Frage? Ja. Nochmal die Sache mit den E-Mails aufzugreifen. Es gibt ja durchaus technische Maßnahmen, womit man viele so Angriffsvektoren da mildern kann, sage ich mal. Dann ist die Sache, nicht jedes Unternehmen, das E-Mail haben will, hat auch eine IT-Abteilung, womit die sich mit dieser Komplexität auseinandersetzen kann. Und da frage ich mich, wie man zukünftig, wo das ja durchaus noch mehr wird, mit dieser Komplexität zurechtkommt. Eine pauschale Antwort ist erstmal, wir haben in dem Projekt durchaus etwas gelernt, jedenfalls die in dem Projekt auch mitgemacht haben auf unserer Seite. Und wir werden jetzt auch im Nachgang auch uns an der Stelle nochmal Gedanken machen, wie wir uns da eben auch positionieren können. Wie gesagt, wir haben intern
arbeiten wir sehr viel mit solchen, mit diesen Signaturen, die eben auch jedenfalls unseren Kunden Sicherheit geben, mit wem wir denn da auch entsprechend zu tun haben. Und wir werden das, aber man wird das nicht isoliert an einer Stelle lösen können. Das ist einfach der Punkt. Ja, vielleicht ergänzend zu der Frage, also als kleines Unternehmen hat man natürlich nicht die IT-Experten, vielleicht auch insbesondere nicht die IT-Sicherheitsexperten auch on top, die einem die ganzen Probleme lösen. Was man natürlich machen kann, ist, dass man sich Dienstleistungen zukauft. Also ich kann zum Beispiel meinen E-Mail-Server und mein ganzes E-Mail-Handling natürlich irgendwie von jemandem extern machen lassen, der davon mehr Ahnung hat als ich. Das kostet natürlich wieder mehr Geld vielleicht, als wenn ich selber mache. Das ist dann halt eine Gratwanderung, wie jedes Unternehmen, wo die Unternehmensführung immer eine Entscheidung treffen muss, wie viel Geld nehme ich tatsächlich für sowas in die Hand. Und gar kein Geld in die Hand nehmen, ist wahrscheinlich genauso falsch wie ganz viel Geld in die Hand nehmen, sondern ich muss dann ein angemessenes Mittelmaß finden. Keine weiteren Fragen mehr? Doch. Das ist eine. Wenn ich jetzt eine Privatperson bin und überhaupt keine Security-Architektur da irgendwie aufgesetzt habe und ich wurde jetzt erfolgreich angegriffen, wie kann ich mich denn jetzt Ihrer Schadsoftware wieder entledigen? Mit einer neuen Situation ist ja eventuell ganz viel getan, weil ich die Datei doch schon auf meinem Drucker oder auf irgendwelchen Systemspeicher eingebildet habe. You don't. ist schwierig zu sagen. Also tatsächlich, wenn Sie irgendwas haben, was sich in Ihrem Netz intern ausgebreitet hat und schon andere Geräte befallen hat, ist es wahrscheinlich sehr, sehr schwierig für eine Privatperson da überhaupt eine Chance zu haben. Glücklicherweise sind das nicht die typischen Fälle, die man sieht heutzutage. Aber wenn man sich diese ganzen Ransomware-Angriffe anschaut, also ich sage mal die Angriffe, wo eine Schadsoftware anfängt, die Dateien auf den Rechnern zu verschlüsseln und sich dann auch versucht, auf andere Geräte auszubreiten und dort eben auch Dateien zu verschlüsseln, es ist schwierig natürlich da. Aber ich denke mal, da sind wir natürlich auch auf der Forschungsseite gefragt, wo wir uns eben Lösungen überlegen, wie kann man sowas vermeiden. Und aktuell habe ich da eine Promotionsstelle übrigens offen, wo ich sich jemand genau beschäftigen soll. Also wenn hier ein Diplomierter oder Masterierter, ich weiß gar nicht, wie sagt man zum Master, mit Masterabschluss Informatik mit Sicherheitsinteresse da ist, mich ansprechen mag es. Ja, ich möchte mich an der Stelle, da ist noch eine Frage, ja? Ja, genau. Jetzt, wo das gerade gesagt wurde, dass eine Einzelperson sich quasi nicht selber schützen kann, dann muss das ja jemand für uns tun. Zum Beispiel der Staat sollte da ein bisschen nachhelfen. Hätte da die FH Aachen in irgendeiner Weise Möglichkeit, Einfluss zu nehmen, dass, keine Ahnung, irgendwelche Gesetze, Verordnungen verabschiedet werden, um IT-Sicherheit generell in Deutschland zu stärken oder zum Beispiel, dass an Schulen besser, also sowas gelehrt wird, dass man sich in gewissem Maßen gegen Social Engineering wehren kann? Also ich denke, das ist ein Problem, mit dem sich viele Staaten auseinandersetzen müssen. Ich glaube, dass momentan die Situation in Deutschland so ist, dass sehr viel aufgebaut wird, was oder der Wille da ist, zumindest eine ganze Menge aufzubauen und auch die staatlichen Organisationen haben einfach große Probleme, überhaupt diese Stellen zu besetzen, weil nicht genügend Experten da sind. Das heißt, das BSI, letzte, was ich gehört habe, die hatten 200 offene Stellen, die sie nicht besetzt bekommen, momentan. Also da ist schon ein gewisser Wille da, vielleicht nicht in dem Maße, wie es tatsächlich notwendig wäre, aber wir müssen irgendwo, glaube ich, generell dieses Sicherheitsbewusstsein bei den einzelnen Leuten schon mal verbessern. Also es hilft schon mal, wenn wir versuchen, durch solche Veranstaltungen wie auch diese eben generell das Bewusstsein zu erhöhen. Wir müssen sicherlich auch verstärkt ausbilden in dem Bereich. Auf der anderen Seite, brauchen wir nicht auch mehr Krankenschwestern und Pfleger, ne, in anderen Teilen. Also ich sag mal, die Antwort ist schwierig. Also wir müssen in ganz vielen Bereichen was tun. Erneuerbare Energien, was weiß ich was. Also Sicherheit ist ein Problem, mit dem wir kämpfen werden, aber sich jetzt nur darauf zu fokussieren, ist natürlich auch schwierig. Aber was tun muss man auf jeden Fall. Wenn jetzt nächstes Jahr Ende Mai neue Datenschutzgrundverordnung, wer denn dann eigentlich die Geschäftsführung von Softim bei dieser Konfiguration schon strafbar gewesen? Ich werde in meiner Zelle bei Interpol nicht alleine sitzen. Nein, ich sag mal, es geht ja bei sowas immer um Fahrt. Ich weiß nicht, wollen Sie dazu was sagen? Weil Sie beschäftigen sich wahrscheinlich auch mit dem Thema.
als Vorstand. Erstmal Sie, Herr Schubert. Es geht ja immer um Fahrlässigkeit bei so etwas. Ne? Und es geht darum, eben auch festzustellen, ob sich jemand fahrlässig verhalten hat, ne? Seitens der Geschäftsführung, seitens des Unternehmens, also inwieweit das tatsächlich dem Stand der Technik entspricht, was man da gemacht hat. Jetzt habe ich gehört, Sie lassen sich ISO 27001 zertifizieren, was ein sehr guter Ansatz ist, um schon mal zu demonstrieren, dass man sich mit der Thematik beschäftigt. Sie können als Unternehmen nicht garantieren, dass sowas passieren kann. Also gerade so ein gezielter Angriff. Wenn das jetzt ein so ganz flächendeckender Angriff gewesen wäre mit einer Schadsoftware, die seit 5 Jahren in jedem Virenscanner vorhanden gewesen wäre, dann wäre das vielleicht was anderes, aber bei sowas macht man sich nicht strafbar. Also ich bin kein Jurist, aber mich würde das erstaunen. Wenn das so ich sehe das genauso. Also wenn dieser Sachverhalt so beschrieben, finden Sie da auch nicht. Ja? Und es geht sicherlich darum, wie technische Möglichkeiten eingesetzt werden. Und es ist auch klar, das haben Sie auch ein paar Mal gesagt, es ist auch immer irgendwo ein Mensch dazwischen, ja, der am Ende irgendwo was tut. Bewusst oder unbewusst. Und ich glaube, das ist sicherlich auch ein bisschen. Herr Baumann, Sie wollten? Ja, aber ich kann das jetzt hier zu Ende. Nein, also nicht. Erstmal möchte ich mich bei Ihnen für die intensive Diskussion bedanken. Ich möchte die auch jetzt nicht final abschließen. Wir haben drüben in der Cafeteria noch ein Häppchen eben noch hingestellt zum Essen. Wir haben Getränke da stehen und wir könnten auch gerne, sag ich mal, dann auch noch einen Moment weiter miteinander reden. Wir sind herzlich eingeladen, noch diesen Moment auch zu verweilen bei uns. Aber Herr Baumann wollte, glaube ich, noch ein Abschlusswort auch an die Studenten richten. Ja, meine Damen und Herren, mir hat das unheimlich gut gefallen. Ich bin Biotechnologe, habe von diesen Dingen überhaupt keine Ahnung. Ich bin für die meisten vielleicht, oder einige von Ihnen auch, ein einfacher User. Und mir sind heute Abend erschreckende Augen geöffnet worden. Das macht einem also wirklich Angst, wenn man sieht, wie vergleichsweise doch dann einfach auf jetzt recht aufwendig war, die jungen Leute, unsere Studierenden, dann hier in das System eingedrungen sind. Also dieser Umweg über Martin Luther, der ist also wirklich sehr, sehr beeindruckend gewesen. Der zeigt auch, dass sie also sehr kreativ waren und da sehr nachgedacht haben. Ja, ich bedanke mich bei der Firma Zoptim ausdrücklich. Also ohne ihre Bereitschaft, sich diesem Experiment zu stellen, hätten wir das hier nicht demonstrieren können. Und das war in der Tat, Sie hatten es ja gesagt, der Schuh war eins der zentralen Events gewesen, die wir gerne machen wollten, also diesen realistischen Angriff auf eine Firma und dass das geklappt hat, das haben wir Ihnen beiden zu verdanken, Sie, weil Sie es mitgemacht haben und Sie, weil Sie unsere jungen Leute animiert haben, mit Herrn Höfken zusammen das auch durchzuführen. Ich möchte mich ganz ausdrücklich aber auch bei der Frau Luong bedanken. Frau Luong, damals meine Referentin, die hatte uns überhaupt auf diese Möglichkeit an dem Wettbewerb eine Uni, ein Buch teilzunehmen, aufmerksam gemacht und wir hatten dann gemeinsam das Thema überlegt und ich glaube, wir haben ein gutes Thema gewählt. Jedenfalls hat die Frau Lohm auch noch dafür gesorgt, dass die ganzen Hacker dann jetzt eine anerkennende Pizza oder zumindest einen Gutschein dafür, der ist uns nicht gehackt, sondern der ist tatsächlich Lohm, dass wir das jetzt an Sie verteilen dürfen. Frau Lohm, halten Sie Ihres Amtes und dann gab ich auch nochmal meinen Mitarbeiter und den Kollegen von der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Herr Vierbuchen ist hier, wer ist noch da? Bitte? Wo ist Frau Wilbrand? Die hängt bei uns. Und wer? Frau Sonntag, die sitzt da vorne. Also Ihnen dreien auch ganz herzlichen Dank, dass Sie so toll mitgemacht haben. Und Ihnen allen, die Sie gekommen sind, herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind. Und ich darf Sie vielleicht dann in dem Zusammenhang noch auf unsere Abschlussveranstaltung hinweisen, die ist am 12.12., also am 12. Dezember, und zwar bei uns im Hauptgebäude an der Bayernallee 11, beziehungsweise die ist jetzt genau am Bayernallee 9 im Hauptgebäude, in der Aula, und da wird es nochmal interessante Vorträge geben zu dem ganzen Thema Blackout, und da darf ich Sie herzlich einladen, und ansonsten übergebe ich wieder das Wort gern an unseren Gastgeber, Herrn Dr. Halbach. Ich kann mir das jetzt an dieser Stelle nicht verkneifen, wo der Herr Schuber soeben eine Promotionsstelle angepriesen hat. Wenn hier in diesem Raum, also ich sag mal junge
IT-affine Softwareentwickler anwesend sind, die mit uns gemeinsam dafür sorgen möchten, dass zukünftig auch in Deutschland das Licht nicht ausgeht. Da kann ich nur sagen, bewerben Sie sich bei uns, kommen Sie zu uns und wir kommen und auch das Thema erneuerbare Energien dann auch noch sicherer, ja, noch zuverlässiger und noch zukunftsorientierter eben danach ausführen können. Kommen Sie zu uns, sind herzlich willkommen und jetzt sind Sie erstmal herzlich willkommen da draußen an dem Buffet und bei den Kalkraten. Thank you.